Holine. Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Mobile Mittwoch. Und ich hatte mich für das Tokyo Ghoul Spiel vorregistrieren lassen. Und hier ist es. Tokyo Ghoul, wer das nicht kennen sollte, ist ein Anime, bei dem es zu einem Konflikt mit Ghoulen, also Ghoule müssen sich vom Menschenfleisch ernähren, und einer Organisation kommt, die eben halt die, ja, Ghoule bekämpft. Und ja, das ist jetzt ein Spiel dazu, nennt sich Tokyo Ghoul Dark War. Ich musste jetzt im Vorfeld schon einiges runterladen. Ich habe hier keine Ahnung, ich gehe da komplett blind in das Spiel rein. Es soll wohl viele MMO-Elemente drin haben. Ich weiß aber jetzt nicht, ob es wirklich ein MMO ist. So, okay. So. Da kriegen wir dann novelartig die Story mit erklärt. So, da unterhalten sie sich über die Abteilung, die eben halt die Ghoule abwehrt und ja, so, jetzt muss ich aufpassen mit meinem Mikro. So, okay, da ist mein, ja, Control-Stick. Warum sie ihn beleuchtet haben, ich weiß es nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich hier alles Tutorial. Ach, jetzt will er mit gegen uns einen Trainingskampf machen, oder wie? Okay, hier, dann, da haben wir dann die Attacke. Okay, so, gut. Da sind sie aber schon sehr fortgeschritten, wenn ich das jetzt mal so vergleiche. Achso. Okay. So, jetzt. Ah, okay, dann haben wir auch mehrere Charakter in unserer Party. Ja. Okay. So. Naja, ich glaube, das geht jetzt noch ein bisschen das Tutorial. Oder war es das jetzt schon? Ich hoffe doch. Ich finde, die Textboxen hätte man ein bisschen schöner gestalten können. Ist aber jetzt nur mein persönliches Empfinden. Wir haben ja noch nicht so viel gesehen. Ist das schon Cell-Shading, was so dieser Grafikstil? Also, ne, also von den Charaktermodellen her, wenn das so bleibt, dann. Achso, wir müssen jetzt unseren Namen eingeben. Ja, dann machen wir das doch mal. So, okay, so. Ah, wir können uns hier upgraden, so wie es aussieht. So einfach kann man Damen begeistern mit, ja, mit einer Augenklappe. Toll. Okay. So. Ah, ich sehe schon, hier gibt es Microtransactions. So. Und okay. Ja, immer noch Tutorial. Mein Gott, es ist mühsam. Lasst mich doch einfach spielen. Ich meine, gut, klar, wir müssen so die Basics kennen, aber ja, jetzt haben wir dann auch die Übersichtsfelder von den weiteren Charakteren in der Party. So.
Und ein weiterer Tutorial-Kampf. Ach, das ist schon Story. Ja, okay. So, okay. Ah, okay. Das ist ja schon mehr Brawler als alles andere. Aber okay, ja, kann man machen. Da meckere ich jetzt nicht drüber. Ich meine, im Gegenteil, ich mag ja sowas eigentlich. So, Warning. Achso, jetzt werden uns da noch die... So, Characters with different types of Kagun are restrained. Okay. Ah, okay. Verstehe. Hier geht's dann auch mit Elementen zu. Ah, okay. Ich glaube, ich muss auf so einen Radius raus. So. Ah, wir kriegen eine Anime-Sequenz. Juhu. Ich hoffe, da ich krieg jetzt hier keinen Claim, weil sie das eingebaut haben, wenn ich das hochlade. Okay. Ja. Nun. Das ist hier sein Best Friend. Also hier vom Kaneki, der Best Friend. Mann, ey, das ist aber alles irgendwie alles so ein bisschen sehr, also das Spiel nimmt einen sehr an die Hand. Bin ich jetzt nicht unbedingt der Fan von. So. Okay, so, ja. Okay. Okay, hier haben wir viele Gegner zu verkloppen. Meine Güte. Chillt doch mal. Ja, ich wechsle mal. So. Oh, das war's schon. Okay. Gekloppe in der Kirche. Und schon sind wir Level 3. Ja, da können wir uns dann equippen. Ja. Okay. So. Und dann gehen wir mal in den nächsten Kampf. Mein Gott. Das nimmt dich echt zu krass an die Hand, das Spiel. So. Jetzt gibt es einen schönen Outdoor-Brawl hier, oder wie sehe ich das? Menschen, Menschen, Menschen. Männer, Frauen, Fleisch, 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 ja. Ja.
Ihr Fleisch sieht lecker aus. Was denke ich? Ich bin doch kein Ghoul, ich bin menschlich. Ja, der innerliche Konflikt mit Kaneki. Sind das jetzt hier die Eulen? Sollen das die Eulen sein? Ich glaube ja. Das ist nämlich auch noch so eine dritte Partei in diesem Anime. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Achso, der ist schon down. So. So. Ah, wechseln wir mal. So. Das sieht mir nach Bosszeit aus. Bosses will release Ultimate Skills after charging. Okay, die laden sich also auf. Okay, weiß ich Bescheid. Ja. Ja gut. Ja gut. So, hier haben wir irgendwas freigeschaltet. Ich habe das auf der Straße gefunden. Okay. Also es ist hier so gameplay-technisch irgendwie, ich glaube, das wird sich jetzt so alles wiederholen, außer dass vielleicht die Gegner stärker werden, unsere Party sich ein bisschen erweitert, aber ich glaube, so vom Gameplay her wird es immer das Gleiche sein, außer dass wir noch andere Attacken hinzubekommen. Oh, ich wechsle mal direkt. So, ich muss, genau. So, jetzt habe ich aufgeladen. So, kann ich die Kisten kaputt machen? Ja, da, okay, da ist Energie drin und sonstiges Gedöns. Ja, kann man machen. So, ja, Kaneki macht gerade die Drecksarbeit. So, war es das jetzt auch? Ja, okay. Und wieder mal ein Upgrade. Ah! So, ist der jetzt auch in unserer Party? Sieht so aus, ne? Ja, Tatsache. Okay. Gut. Warum nicht, ne? So. So, dann mal weiter im Text hier, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich euch jetzt hier noch zeigen werde. Weil eigentlich wollte ich jetzt nur so einen kleinen Ersteindruck machen, aber ich glaube noch so ein, zwei Level mache ich noch. So, dann wechsle ich direkt mal. Mal gucken, wie der sich steuert. Ich meine, gut, der wird jetzt keine so großen Special-Attacken haben. Gehe ich mal von aus. Oh, ja, vor allen Dingen ist auch mit krasser Verzögerung. Dadurch, dass er ja noch so ausholen muss. Ja, okay, gut. Ja, die ist auch nicht so stark. Die Attacke ist echt nicht stark.
Also habe ich so gerade im Gefühl. Ich wechsle lieber. Oh, Critical Hit. Ja, das war's auch schon wieder. Ja, gut. Ja, gut. Okay. Ich wechsle immer automatisch am Anfang des Levels auf Kaneki. Was schade ist eigentlich, dass man das nicht so von vornherein einstellen kann. Ich meine, ja gut, es ist eine Berührung auf den anderen Charakter, aber... Oh, wir haben ja ein Zeitlimit. Ja, stimmt, das hatten wir eben auch. Oh mein Gott. Hier kommt aber jetzt einiges. So, ich habe den gar nicht getroffen, gar nicht berührt. So. So, da sehen sie Sterne. Ja, jetzt sieht's mal wieder nach Bosszeit aus. Jawohl. So. Da kommt er schon angedackelt. Das war, glaube ich, gar kein erster Schlag. Gar kein schlechter erster Schlag, wollte ich sagen. Der müsste gleich auch down sein. Ja, da ist es auch schon passiert. So, da geht er down. Yeah. Joa. Und wieder ein Level up. Oh, den Starshop habe ich freigeschalten. Ja, da könnte ich mir dann für die Währung Dinge holen. Kann ich mir auch Charakter freischalten. Das mache ich aber jetzt nicht. Ich wollte eigentlich so ein bisschen mir einen Ersteindruck verschaffen und das auch so ein bisschen mit der Welt teilen. Kriegt ihr kostenlos im Play Store. Ich weiß nicht, ob es das auch im... für iOS gibt, aber für Android gibt es das halt derzeit im Play Store. Und ja, das war das Spiel, wir haben es genannt, Tokyo Ghoul Dark Wars. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal, euer Huli Nerd. Ciao.